Ja, ich freue mich, dass wir zusammen uns auf eine kleine Reise begeben dürfen, in die ich euch gerne mit hineinnehme. Wir sind ja in der Reihe der Jesus-Begegnungen und ich habe dann überlegt, okay, welche Begegnung aus der Bibel, also welche Begegnung zwischen Jesus und einem Menschen hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und ich hatte sofort ein Bild vor Augen und zwar ist das ein Bild, wo Antje und Katharina, zwei Mitarbeiterinnen aus unserer Jugend, auf dem Kanu stehen und ein Netz auswerfen. Ich habe das Bild mal mitgebracht. Antje und Katharina auf dem Kanu das Netz auswerfen. Das war auf einer der Kanutouren, die wir hier in der Gemeinde ja gerne machen, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Erwachsenen. 2012 war das, also vor 9 Jahren, an der Loue in Frankreich. Und das Thema war damals, Jesus sucht den Superjünger. Ein bisschen an Anlehnung an DSDS, das läuft ja mittlerweile immer noch, diese Castingshow. Und wir haben uns mit einem der Anwärter schlechthin auf diesen Titel beschäftigt, nämlich mit Petrus. Und diese Szene ist klar, der Fischfang und dann gab es natürlich auch die Begegnung, um die es heute geht, nämlich Jesus trifft Petrus am See Genezareth. Das nächste Bild gerade mal bitte, da sehen wir, die haben das ein bisschen nachgespielt, also wir sehen Johannes und wir sehen Petrus und wir sehen Jesus, ihr könnt überlegen, wer jetzt wer gewesen ist. Das Lagerfeuer war nicht ganz echt, aber wir hatten immerhin auch ein paar Fische auf dem Grill stehen. Genau, und was man auch sieht, wir sind eigentlich gar nicht älter geworden. Ne? Das ist 9 Jahre her und es ist kein Unterschied. Auch diesen, ich habe noch ein Bild, diesen jungen Mann, vielleicht das nächste Bild nochmal, kennt ihr vielleicht auch. Weiß nicht, wenn ihr euch so ein bisschen umschaut, versteckt sich da hinten. Kein bisschen gealtert. Jesus begegnet Petrus. Es gibt zwei Unterschiede zu den Predigten, die Markus bisher gemacht hat. Eigentlich drei, nämlich dass heute nicht Markus predigt, sondern ich, aber zwei andere. Zum einen befindet sich diese Begegnung, um die es heute geht, in der nachösterlichen Zeit. Wir haben an Ostern die Auferstehung gefeiert von Jesus und Jesus begegnet in der Folge an verschiedenen Orten verschiedenen Menschen. Da waren zum Beispiel die Frauen am Grab, Markus hat darüber gepredigt, mehrfach hat er seine Jünger getroffen, zum Beispiel die Begegnung mit Thomas oder auch die Emmaus-Jünger und noch viele andere weitere glaubwürdige Augenzeugen, die übereinstimmend gesagt haben, ja, er ist tatsächlich auferstanden. Und das ist wichtig, dass man das nochmal betont, weil wenn wir heute über diese Begegnung reden zwischen Petrus und Jesus, dann gehe ich davon aus, dass Jesus wirklich auch da war, dass diese Begegnung real war, dass er tatsächlich und leibhaftig auferstanden ist. Der zweite Unterschied ist, wir haben es nicht nur mit einer Begegnung zu tun, die einmal kurz so ein Spot gewesen ist, sondern Petrus und Jesus kennen sich eigentlich ja die ganze Zeit schon, seit sie gemeinsam unterwegs sind. Also sie waren mehrere Jahre unterwegs und diese Begegnung, die dann dort am See stattfindet, müssen wir vor dem Hintergrund betrachten, dass die sich einfach gut kennen und dass sie viel miteinander erlebt haben. Gut, lass uns mal in den Text reingehen, den Text lesen aus Johannes 21. Die Verse 15 bis 19. Da heißt es, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Und dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Wenn wir von Petrus reden, dann meinen wir eigentlich Simon. Diesen Beinamen Petrus hat er erst später bekommen und er war Fischer, kam mit seinem Bruder Andreas aus dem kleinen Städtchen Bethsaida, das war am See Genezareth, hatte wahrscheinlich so ein kleines Fischerunternehmen, also von zwei Booten wissen wir auf jeden Fall.
und er war auch wohl verheiratet. Wenn wir lesen, dass seine Schwiegermutter von Jesus geheilt worden ist, kann man so ein bisschen schließen, dass da irgendwie auch wohl eine Frau mit am Start war. Also er hatte irgendwie so ein ganz normales Leben und Petrus hatte ja in seinem Leben viele Begegnungen mit Jesus. Klar, weil er ja auch als Jünger mit ihm unterwegs war. Und wenn wir jetzt diese Textstelle verstehen wollen, dann müssen wir so ein bisschen schauen, was ist denn alles vorher gewesen? Und deswegen diese kleine Reise durch das Leben von Petrus. Wir haben verschiedene Begegnungen. Die erste Begegnung, und das war eigentlich gar nicht die erste, aber so eine entscheidende Begegnung, war am See. Das ist klassisch und das kennen die meisten von euch auch, die Berufung von Petrus zum Menschenfischer. Jesus war unterwegs, der hatte schon ein paar Leute, zu denen er gepredigt hat. Dann war er an einem Ort, wo er gemerkt hat, okay, hier können wir die Corona-Bedingungen nicht einhalten, ich muss ein bisschen Abstand nehmen. Er hat sich dann ein Boot gesucht, hat gefragt, sag mal, Petrus, wie sieht's aus? Oder Simon, darf ich mal kurz dein Boot haben? Ich müsste ein bisschen vom Ufer weg, dass ich besser predigen kann. Und Petrus hat gesagt, ja, kein Problem. Und er hat dann gepredigt und nach dieser Predigt hatte sich dann vielleicht mit den beiden noch so beim Aufräumen ein bisschen unterhalten, wie war eigentlich so die Nacht, wie war es mit dem Fischen, hat es geklappt? Wir haben gesagt, nee, war nicht so toll und er gibt ihm den Auftrag, okay, fahr nochmal raus, nochmal fischen gehen und die machen das und ja, die Netze reißen. Ja, die Geschichte kennt ihr, die Netze reißen, sie kriegen es kaum in die Boote rein. Und da macht bei Simon was Klick. Da merkt er so, okay, da ist mehr. Und er wirft sich Jesus vor die Füße, sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus beruft ihn in dem Moment und sagt zu ihm, hey, ab sofort sollst du Menschen fischen. Das ist die erste Begegnung, der Start in die Jüngerschaft für Simon und für den Andreas, für seinen Bruder. Und in der Folge kamen noch ein paar mehr dazu. Dann gibt es eine zweite Begegnung, die ist auch sehr bekannt. Er und seine 11 Freunde waren dann auf dem Boot, auch wieder auf dem See. Ich weiß gar nicht, könnt ihr einschätzen, wie groß der See Genezareth ist? Ich war leider noch nicht da. Ich habe mal geguckt. Der ist ungefähr so groß wie der italienische Teil vom Lago Maggiore. Ja, jetzt müsst ihr wissen, wie groß der Lago Maggiore ist. Also ungefähr so zweimal so groß wie der Schluchsee. So 166 Quadratkilometer. Also das war schon auch ein großer See. Und sie geraten in Seenot, da war ein bisschen Wind und die Jünger haben dagegen gekämpft und hatten Angst, haben zu Jesus geschrien und Jesus war ja noch am Land. Der hat gesagt, fahrt schon mal vor. Und sie hatten Angst, sie hatten Panik und dann mitten in diesem Sturm begegnet ihn. Ja, sie dachten erst, es wäre ein Gespenst, aber es war eigentlich Jesus. Und Petrus erkennt ihn und Petrus, ja, der war ja schon so ein bisschen so ein Draufgänger-Typ auch. Und er hat gesagt, okay, ich möchte jetzt gern mal wissen, ob das, was der Jesus immer erzählt, ob das auch trägt, ob er dem auch vertrauen kann. Und sagt dann, hey, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Jesus reagiert da auch relativ cool und sagt, okay, ja, dann, wenn du dich traust, komm zu mir. Und Jesus geht dann raus aus diesem Boot und er merkt, dieser Glaube trägt. Und er merkt, er kann auf diesem Wasser gehen. Zumindest bis zu dem Punkt, wo er dann auf die Wellen nochmal schaut. Da geht es dann ein bisschen tiefer. Und auch da schreit er zu Jesus und Jesus streckt ihm dann seine Hand zu und zieht ihn aus dem Wasser raus. Und auch das ist eine ganz starke Begegnung. Er kriegt zwar ein bisschen Ärger von Jesus, sagt dann, du Kleingläubiger, warum vertraust du mir nicht? Aber hey, er war auf jeden Fall derjenige, der aus dem Boot rausgegangen ist, in das Wasser rein. Ich meine, die anderen Jünger, die waren schön in ihrem Bötchen drin, haben auf die DLRG gewartet und haben sonst gar nichts gemacht. Aber Petrus war derjenige, der eine Leidenschaft hatte und der es wissen wollte und der vorangegangen ist. Deswegen hat er halt auch manchmal, weil es dann doch zu viel war, so ein bisschen Ärger bekommen. Also, das war die Geschichte auf dem Wasser. Dann eine weitere Begegnung. Sie sind wieder unterwegs und Jesus fragt die Leute, seine Jünger, was denken eigentlich so die Leute von mir? Also checkt mal so ein bisschen, was so auf Twitter und Insta so über mich gesagt wird. Und die Jünger sagen dann, ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann fragt er sie ganz konkret, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und die Jünger sind so, Fangfrage, keine Ahnung. Und auch da ist es wieder Petrus, der vorprescht und sagt, hey, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, hey, das kann dir nur Gott gesagt haben, das kannst du nur von ihm wissen. Und von nun an, und da kommt der Name, sollst du Petrus heißen, das heißt Stein, Fels. Und auf diesen Felsen möchte ich meine Gemeinde bauen.
Und Petrus bekommt dort diesen neuen Namen, der mit seiner Aufgabe verknüpft ist. So, wir spulen ein bisschen vor. Wir sind jetzt kurz vor Ostern. Sie haben zusammen das Abendmahl gefeiert, die Jünger mit Jesus zusammen. Sie waren dann im Garten. Auch das eine ganz starke Geschichte, wo wir Petrus sehen, der sich da jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil sie sollen eigentlich für Jesus beten. Jesus sagt, hey, betet für mich, weil das ist jetzt eine schwere Zeit für mich. Und die Jünger schlafen einfach trotzdem ein. Er ermahnt sie nochmal, aber sie schlafen wieder ein. Dann kommen die Soldaten, sie wollen ihn gefangen nehmen. Und da ist Petrus wieder wie ausgewechselt, da ist er voll motiviert. Man muss sich das vorstellen, ganz viele Soldaten und Petrus mit seinem Schwert. Und dass das irgendwie nicht hinhaut, ist eigentlich jedem klar, der von außen drauf schaut. Und trotzdem hat er so eine Leidenschaft und Liebe, hat gesagt, nein, ihr dürft Jesus nicht festnehmen, und schlägt dem einen Soldaten das Ohr ab. Auch da kriegt er wieder einen auf den Deckel von Jesus und sagt, nein, das möchte ich nicht, so möchte ich nicht, dass du handelst. Und auch da muss er wieder so ein bisschen einstecken. Okay, aber habt mal diesen Mut, das zu machen, wenn so viele Soldaten da sind, dann dieses Schwert zu nehmen und dann sich dagegen zur Wehr zu setzen. Nächste Begegnung ist, Jesus wird abgeführt, sie sind im Hof. Und dann folgt quasi so ein bisschen der negative Höhepunkt in dieser Biografie von Petrus, die Verleugnung Jesu vor seiner Kreuzigung dort im Hof. Und das ist auch die Vorgeschichte zu der Begegnung, um die es heute geht. Und da möchte ich kurz lesen aus Lukas 22, das sind die Verse 31 bis 34 und 54 bis 62. Da startet Jesus und sagt, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen, er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und Petrus sagt, hey, ich bin bereit, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Doch Jesus entgegnet Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Da verhafteten sie ihn, also Jesus, und brachten ihn zum Haus des Hohepriesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Und schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute eine andere ihn an und meinte, du musst doch auch einer von ihnen sein. Petrus sagte, nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Und da erinnerte er sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Blick vorstellen könnt. Ich kenne ja auch manche Knoten im Bauch, wenn irgendwie man irgendwas verbockt hat. Aber das muss echt stark gewesen sein. Ich hatte vor, Petrus so dieses Attribut, Petrus der Versager, zu geben. Das war so meine erste Intention, als ich angefangen habe. Aber je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto demütiger und kleiner bin ich selber geworden. Weil ich bin so schnell, was Richten angeht. Bei mir wäre das ja nicht passiert. Und wisst ihr was? Ich wäre noch nicht mal in die Nähe von diesem Hof gegangen. Das ist doch die Wahrheit. Ich hätte eine große Klappe gehabt, klar. Aber ich wäre eher wie die anderen Jünger abgehauen, als zu versuchen, in die Nähe von Jesus zu kommen, in dieser Situation. Die beiden, die hatten Blickkontakt. Ja? Ich habe zu kaum einem von euch da hinten Blickkontakt direkt, dass ich sehe, sein Gesicht hier vorne, die sehe ich. Also er muss wirklich nah dran gewesen sein an Jesus. So nah war er Jesus und so weit weg bin ich und so weit weg waren die anderen Jünger. Und vielleicht spüren sie dann manchmal gar nicht mehr den Blick, den Jesus uns zuwirft. Wir sehen dann gar nicht mehr, wie weit weg wir eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Freizeitloch kennt. Also ich habe ja schon viele Freizeiten gemacht, viele von euch waren sicher auch schon irgendwo mit dabei oder wart auf Konferenzen. Ja, das ist immer super genial, da hat man echt eine mega Zeit auch mit Jesus und ist super nah dran. Und Teen Street Worship, 4000 Leute, das ist echt der Hammer. Es ist richtig, richtig gut. Aber sobald man dann von diesem heiligen Berg zurückkommt, so in seinen Alltag hinein, da wird es dann echt schwierig. Da sind dann schnell auch alle Vorsätze dahin.
Wir hatten Freitag die Youth Worship Night in der Calvary Chapel mit den Jugendlichen zusammen. War auch richtig gute Zeit. Und wir haben da zum Beispiel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, so ein bisschen aufzuräumen, sein Leben Platz zu machen, damit Jesus im Leben Platz haben kann. Und ich glaube, viele haben das auch so verstanden und mitgenommen. Aber wenn wir ehrlich sind, wird bei den meisten das so bis zum Auto gereicht haben und dann sind andere Gedanken ganz schnell wieder da. Das heißt, bevor ich urteile über Petrus, dass er dort an der Situation versagt hat, muss ich mich doch fragen, wie nah bin ich eigentlich an Jesus dran? Wie mutig bin ich? Wie leidenschaftlich bin ich eigentlich? Sehe ich, was Jesus eigentlich über mich denkt? Okay, zurück zum Text. Ziehen wir mal so ein Zwischenfazit, wenn wir über Petrus nachdenken. Wie haben wir ihn erlebt? Einmal Draufgänger, dann wieder Zauderer, dann ist er der große Bekenner, dann wieder der Leugner von Jesus. Mal ist er mutig und übereifrig, dann aber auch wieder schwach und überfordert. Einmal wagt er den Glauben, dann versagt er wieder und schläft, wenn Jesus ihn braucht. Er ist impulsiv, unüberlegt, unbeherrscht, will aber auf der anderen Seite auch das Gute, aber irgendwie gelingt ihm das auch nicht immer. Er ist hochmütig, vorlaut, überschätzt sich ständig, aber auch belehrbar und sieht seine Fehler ein. Ich glaube, das wird ein ziemlich langes Einstellungsgespräch, wenn er dann seine Stärken und Schwächen beschreiben soll. Und jetzt sind wir in der Situation, ich habe euch mal ein Bild von dem See Genezareth mitgebracht, jetzt scheint irgendwie alles wieder bei Null zu stehen. Wir sind wieder an dem See. Das ist übrigens derselbe See, wo die Berufung gewesen ist. Dort, wo alles begann. Und Petrus und die anderen gehen wieder ihrer Tätigkeit nach, sie gehen wieder fischen. Alltag ist eingekehrt, die aufwühlenden Ereignisse, die sich zugetragen haben, sind irgendwie gefühlt wieder weit weg. Und Petrus, dem lag ja immer noch diese dreifache Verleugnung im Magen. Wie soll es jetzt mit ihm weitergehen? Würde Jesus ihm verzeihen können? Würde es überhaupt noch mal zur Sprache kommen? Und sie waren wieder fischen in der Nacht und wie damals waren sie auch wieder nicht erfolgreich. Und dann fahren sie so Richtung Ufer und sehen dort einen Mann. Und der sagt ihnen, hey, werft doch eure Netze nochmal aus. Und sie tun das und wieder sind die Netze voll. Irgendwie so ein Déjà-vu, so eine Erfahrung, die sie kennen. Das haben sie doch schon mal erlebt. Die plötzliche Fülle nach vergeblicher Mühe, der übermäßige Reichtum aus dem Mangel in Geschenk wie aus dem Nichts. Und jetzt ist eigentlich kein weiterer Beweis nötig, keine weitere Erklärung. Er flüstert dann, hey, das ist doch Jesus. Ist das nicht Jesus? Und Petrus blickt es sofort. Und das, was er macht, ist, dass er seine Klamotten anzieht und ins Wasser springt. Man muss dazu wissen, die haben immer nackt gefischt, weil sie sonst irgendwie nass werden. Und dann haben sie sich dann hinterher die Jacken wieder angezogen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ins Wasser rein. Er schwimmt ans Ufer. Und das finde ich so genial, dieses Bild. Vorhin haben wir das gesehen, dieser Papiergrill mit diesen Papierfischen drauf. Aber ich habe es ja im Hintergrund, die Folie gesehen, so ein Lagerfeuer am Wasser. Fisch ist jetzt nicht so meins, aber egal, kann man ja auch was anderes drauf machen. Aber dann zusammen frühstücken, das ist doch was Geniales. Und ich finde es so toll, dass Jesus in dieser Gewöhnlichkeit so was Tolles mit den Jüngern macht, wo er ihnen begegnet. Und dass er sagt, hey, das habe ich für euch schon vorbereitet. Und jetzt nehmen wir eure Fische noch und jetzt gibt es ein leckeres Frühstück. Und da sitzen sie nach dem Essen, Jesus und Petrus, beide mit einer bewegten Vergangenheit, mit einer Geschichte voller Abenteuer, voller enttäuschter Erwartungen und nicht eingelöster Versprechen, die jetzt auch in diesem Gespräch so zwischen ihnen stehen, wie so dieses Feuer. Und ich glaube, Petrus dürfte auch dann irgendwie merken, okay, jetzt werden wir wohl mal darüber sprechen müssen. Ist vielleicht ein bisschen unruhig auf seinem Stuhl hin und her, oder Stein wahrscheinlich hier, hin und her gerückt. Und hier setzt dann eben unsere Begegnung ein. Jesus nimmt Petrus zur Seite, sagt, komm, wir müssen mal reden. Nochmal so der erste Vers. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist so ein Gespräch unter Männern, ne? So Männergespräche sind eh immer cool. Manchmal ist es auch genau das Richtige, zu reden. Machen wir, glaube ich, viel zu selten. Gerade wenn Dinge zwischen uns stehen, dass man zu wenig redet miteinander. Und gerade wenn es schwerfällt, Dinge auch anzusprechen, wenn Dinge im Raum stehen, die unser Verhältnis belasten, dann ist Reden so wichtig. Und Jesus beginnt nicht mit einer Anklage. Da hat er eigentlich gar keine Freude dran, das will er gar nicht.
ihn irgendwie bloßzustellen. So kein, okay, schauen wir mal, was so gewesen ist. Kleine Analyse. Will er gar nicht. Weil er weiß ja, wie sehr das Petrus zu schaffen macht. Er hat es ja am Abend selber gesehen. Er hat Petrus angeschaut und er hat gesehen, wie er geweint hat. Und ich glaube, das ist ja so eine Art von Jesus, der kann ja in die Herzen der Menschen schauen. Ich glaube, er weiß, wie es ihm gegangen ist. Und deswegen braucht er das jetzt gar nicht, dass er ihm noch irgendwelche Vorwürfe macht. Jesus fragt Simon, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und Petrus hätte es wahrscheinlich am liebsten laut rausgeschrien, ja, ich habe dich unglaublich lieb und es tut mir so wahnsinnig leid, was gewesen ist. Und ich schäme mich dafür, dass ich dich verleugnet habe, denn eigentlich möchte ich so gerne dein Freund sein. Aber Petrus ist demütig geworden und er schreit es nicht heraus und er möchte auch keine lauten Worte mehr machen und keine großen Reden mehr schwingen. Er sagt nur ganz leise, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Jesus fragt, liebst du mich mehr als die anderen? Warum eigentlich? Warum dieser Vergleich? Warum so diese Zuspitzung? Ich glaube, Petrus hat diese Spitze gut verstanden. Ich meine, Petrus hat sich ja mehrfach sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat sich ja ständig mit anderen verglichen. Das war ja ein einziger Wettkampf zwischen den Jüngern. Noch auf dem Weg zum leeren Grab ist es ein Wettlauf gewesen, wer ist eigentlich als Erster da? Und ich glaube, nicht Jesus brauchte diese Frage, sondern Petrus brauchte diese Frage. Petrus brauchte diese Frage, die ihm geholfen hat, das für sich zu erkennen. Und Petrus antwortet ziemlich kleinlaut, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er ist bescheiden geworden. Vielleicht denkt er sich auch, hey, ich habe keine Ahnung, ob ich dich mehr liebe als die anderen. Also nach der Aktion da im Hof lege ich jetzt für mich keine Hand mehr ins Feuer. Keine Ahnung, ob mein Glaube besser oder richtiger ist als die anderen. Aber hey, ist das wichtig? Du weißt doch, dass ich dich liebe. Reicht das nicht? Hast du mich lieb? Dreimal muss sich Simon diese Frage gefallen lassen. Und er muss sich seinem Scheitern stellen und seiner Trauer darüber stellen, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Und deswegen muss er auch dreimal antworten. Hast du mich lieb? Ich glaube, Jesus hat es nicht nötig, dass Petrus dreimal seine Liebe ausdrückt. Jesus weiß genau, dass Petrus ihn lieb hat. Aber Petrus hat es nötig, dass er es aussprechen muss, was er für seinen Herrn, für seinen Retter, für Jesus empfindet. Genauso wie er dreimal ausgesprochen hat, was er auf keinen Fall wollte und woran er fast zerbrochen ist. Hast du mich lieb? Interessant, wenn man so ein bisschen in den Text oder in die Worte reinschaut, die Jesus gebraucht oder die Petrus auch gebraucht, dann haben wir zwei unterschiedliche Worte für den Begriff lieben. Das eine ist Agape oder Agapao. Das ist ein Wort, mit dem die bedingungslose Liebe Gottes gemeint ist. Also Liebe ohne Vorbedingungen. Ich liebe dich nicht, weil du etwas gemacht hast und auch nicht, damit du mich zurückliebst, sondern einfach diese verschwenderische, göttliche Liebe. Das ist das, was Jesus fragt. Petrus antwortet mit einem anderen Wort, mit Philio oder Philia, das etwas unverbindlicher ist und eher so diese brüderliche, freundschaftliche Liebe meint. Und zweimal geht das so, die göttliche Liebe gegen die freundschaftliche Liebe. Und erst beim dritten Mal, als Jesus das dritte Mal fragt, gebraucht er auch das Wort Philio und begibt sich damit hinab auch auf diese Stufe von Petrus. Er kommt ihm entgegen, das ist so auf Augenhöhe. Und wieder antwortet Petrus, ja, ich hab dich lieb, ich hab dich wirklich lieb. Und wieder spricht er von dieser freundschaftlichen Liebe. Weil so zu lieben, wie Jesus ihn liebt, das traut er sich, das kann er nicht, das traut er sich gar nicht zu. Die Frage ist ja, kann ich das eigentlich? Und wie sieht eigentlich wie sieht unsere Beziehung zu Jesus aus? Gehen wir mal kurz von diesem See weg, hin zu uns. Weil es ist ja immer einfacher, über andere zu reden, als über sich selber. Und ich weiß nicht, wie dein Weg bisher ausgesehen hat mit Jesus. Vielleicht stehst du am Anfang am Ufer, hörst diesem Jesus zu, weißt vielleicht noch gar nicht, wovon er da genau redet, findest ihn irgendwie faszinierend, interessant. Vielleicht hast du Jesus auch schon bei dir reingelassen, ihn aufgenommen, hast gesagt, ja, ich will dir auch nachfolgen. Vielleicht hast du dich auf Wagnisse im Glauben eingelassen, hast tolle Dinge erlebt, wie Gott dir hilft und dich trägt, auch durch Krisen hindurch. Oder vielleicht hast du auch Leid erlebt, Enttäuschung, Frust. Vielleicht bist du mutig vorangegangen,
hast begeistert von Jesus erzählt und Menschen auf ihrem Glaubensweg begleitet. Vielleicht hast du aber auch Ablehnung erlebt, Spott, bist ausgelacht oder dumm angemacht worden. Vielleicht bist du auch selber gescheitert, vielleicht an den eigenen Ansprüchen oder an denen von anderen. Wie nahe sind wir Gott? Wie nahe bist du Gott? Siehst du ihn? Hast du Blickkontakt zu ihm? Und sieht er dich? Was wäre, wenn Jesus dich heute Morgen fragen würde, hast du mich lieb? Welche Antwort würdest du geben? Und es geht jetzt nicht darum, dass wir uns jetzt alle irgendwie schuldig fühlen. Ne? Ich möchte euch eine kurze Episode mal aus dem Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Pless vorlesen. Das ist schon ziemlich zerlesen. Ich habe da sehr viel schon drin geblättert. Altes Buch, die Älteren unter euch kennen den vielleicht noch. Auf jeden Fall beschreibt er so im Tagebuchstil sein Leben, was er so in seiner christlichen Nachfolge erlebt. Und an einem Morgen saßen sie im Gottesdienst und da heißt es, Moment, habe ich es jetzt? Genau, es war ein Prediger, der im Gottesdienst war und der hat den Leuten einen Stuhl hier vorne hingestellt und hat dann Folgendes gesagt. Stellt euch vor, Jesus würde jetzt genau auf diesem Stuhl sitzen. Wäre euch nicht entsetzlich zumute? Würdet ihr nicht versuchen, das Gesicht zu verhüllen und euch selbst zu verbergen, wenn ihr an all das in eurem Leben denkt, was nicht so ist, wie es sein sollte? Dann schreibt er, bemühte mich wirklich sehr, mich entsprechend mies zu fühlen, brachte es aber nicht fertig. War einfach zu begeistert von der Vorstellung, Jesus leibhaftig zu begegnen. Beweist wieder mal, was für einen langen Weg ich noch vor mir habe, scheint mir. Es geht nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen oder schuldig fühlen. Darum geht es nicht. Sondern auch Petrus Antwort ist losgelöst von dem, was er getan hat, was er erlebt hat. Auf die Frage, liebst du mich, kann er nur antworten, ja, weil das in deinem Herzen drin ist. Ja, wenn wir überlegen, er ist vor ein paar Minuten noch diesem Jesus entgegengeschwommen. Er ist aus dem Boot raus ins Wasser und zu jemandem hin. Hey, das macht man nur für jemanden, den man wirklich liebt, der einem wirklich wichtig ist. Und wenn Jesus dich fragt, dann geht es auch nicht um die guten oder wenigen guten Dinge, die du getan hast oder um irgendwelche Leistungen, sondern nur um die Frage, liebst du mich? Wie ist eigentlich unsere Beziehung? Natürlich möchte Jesus nicht, dass Dinge zwischen uns stehen, das ist ganz klar. Und ich glaube auch, dass zwischen der Verleugnung von Petrus und der Begegnung am See, dass da was passiert ist. Und das, was passiert ist, ist das Kreuz. Das ist passiert zwischen der Verleugnung und der Frage, hast du mich lieb? Genau dafür ist doch Jesus auf die Welt gekommen. Nicht für die Starken, die alles hinbekommen, sondern für diejenigen, die scheitern, die es eben nicht hinbekommen, aber für diejenigen, die Jesus lieben. Und deswegen diese Frage, diese Klärung von dem Beziehungsstatus, liebst du mich? Es gibt eine Zusage in der Bibel, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, Petrus hat das sehr, sehr oft getan nach seiner Verleugnung, Jesus um Vergebung zu bitten. Und nun kann er erleben, dass das wirklich Raum bekommt in seinem Leben. Da ist die Beziehung geklärt und das gilt für Petrus, aber es gilt genauso auch für dich. Weil die Schuld nicht das Ende der Beziehung ist, das ist eigentlich erst die Chance für den Neuanfang, für Vergebung. Jesus fragt, Petrus antwortet, wie geht's weiter? Das Gespräch endet damit ja nicht. Man könnte jetzt, also wenn man das verfilmen würde, dann würde es vielleicht so aussehen, das ist ja so am See und dann sind da so Nebelschwaden und die Sonne geht langsam auf und dann brutzelt das Feuer, das knistert so schön und dann so die Großaufnahme auf Jesus und Petrus und Jesus fragt dann Petrus so in so dieser männlichen Bierreklamewerbung Stimme, ja? so mit dunkler vollmächtiger Stimme, frage ich, Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, ja, dann sind so Geigen im Hintergrund und Bild voll auf sein Gesicht, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus, komm her in meine Arme, alles wird gut. Und dann fadet die Musik aus und die Kamera schwenkt über das Meer und alles ist, ja, ich habe so viel Traumschiff geguckt. Aber hier ist es nicht so. Nach der Aussprache, nach dem Reden und der Klärung der Beziehung kommt dieser neue Auftrag. Drei Aufträge. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Jesus nichts zufällig sagt, dann bemerken wir darin auch nochmal eine Steigerung. Weide meine Lämmer, also vielleicht die, die wirklich schwach sind, die am Anfang stehen, die noch nicht wirklich sich um sich selber kümmern können. Auf die sollst du aufpassen. Hüte meine Schafe, das sind dann die, die schon ein bisschen weiter sind. Auch da geht es um diesen Hirtendienst. Ja, Jesus sagt von sich selber ja immer, er ist der Hirte und wir als Gemeinde die Schafe. Und da gibt er diesen Auftrag nochmal, hüte meine Schafe und weide meine Schafe, ist vielleicht sogar noch weiter gefasst. Hüten ist nur ein bisschen aufpassen, weiden ist ja von einem zum nächsten führen, vielleicht auch weiterzuführen, dass sie wachsen, dass Menschen geistlich wachsen können. Klein Anfang, erst die Lämmer, dann die Schafe, zum Schluss kann er sie von Weide zu Weide führen. Und Jesus sagt zu Petrus, du Simon, ich kann dich gut gebrauchen, du bist für mich wichtig und ich habe eine wertvolle Aufgabe für dich, die du für mich tun kannst. Kümmere dich um die Menschen, die zu mir gehören. Du sollst Hirte sein für meine Schafe. Du sollst anderen den Weg zum Glauben zeigen, ihnen weiterhelfen, wenn sie irgendwie die Orientierung verloren haben. Sie trösten, wenn es ihnen schlecht geht. Und wie gut muss das Petrus getan haben, der sich zuletzt irgendwie als nutzloser Versager gefühlt hat. Er traut Petrus eine neue Aufgabe zu. Jesus sucht nicht neue oder irgendwie andere Jünger oder sowas. Er baut seine Kirche, seine Gemeinde durch Menschen, die Fehler gemacht haben und denen er die Schuld vergeben hat. Und er braucht auch irgendwie dieses Scheitern. Er braucht dieses Scheitern, damit er seiner Aufgabe gerecht werden kann. Mein Petrus hat ja so ein paar Qualitäten mitgebracht. So, natürlicherweise war er neugierig, er hat Jesus viele Fragen gestellt, zum Beispiel, wie oft soll ich anderen vergeben, war auch von ihm. Er zeigt Engagement, er war doch der Einzige, der in den Hof reingelaufen ist, der Einzige, der Jesus nah gewesen ist. Aber das, was Petrus lernen musste, war Demut und Mitgefühl. Die Beziehung zu Jesus zieht immer Aufträge nach sich. Und da sind wir wieder bei uns. Und bei der Frage, was für Aufträge gibt Jesus mir eigentlich? Und das kann sehr unterschiedlich sein, aber ich glaube, das, was wir brauchen, was wir lernen müssen, der eine vielleicht mehr, der andere weniger, ist Demut. Bin ich vielleicht noch viel mehr als Petrus davon betroffen, ist, dass wir in Kontakt bleiben mit Jesus, dass wir ihm nah sind. Er sagt von sich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Mitgefühl, das mich fähig macht, meine Mitmenschen wahrzunehmen, auch zu sehen, was haben sie denn für Bedürfnisse? Bedürfnisse, die Jesus stillen möchte. Mut, über meinen Glauben zu reden in einer guten Art und Weise. Mut, vielleicht auch mal raus aus der Komfortzone. Ich meine, Jesus sagt ja selten, super, macht so weiter wie immer. Das sehen wir selten. Meistens sind es irgendwelche Dinge, die irgendwie anders, neu, ungewohnt sind, die vielleicht auch Angst machen. Ja? Nimm dein Bett und steh auf und geh. Tritt raus aus dem Boot, aufs Wasser. Es ist immer raus, so ein bisschen aus der Komfortzone. Und das kann unser Gebet auch sein, Herr Jesus, wo hast du mich eigentlich beauftragt? Die beiden reden noch ein bisschen miteinander. Im Laufe des Gesprächs wird noch klar, dass der Weg, den Petrus gehen soll, kein leichter ist. Und dass er ihn womöglich auch das Leben kostet. Dass ihn jemand dorthin führen wird, wohin er nicht will, heißt es in dem Text. Wie ein Schäfer oder ein Hirte, der auf der Suche nach einem verlorenen Schaf selbst über gefährliche Abgründe klettern muss und ja, dann gehen sie zurück zu den anderen. Es ist eine kurze, sehr intensive Begegnung, die Jesus hatte mit Petrus. Aber nach dieser kurzen, intensiven Begegnung ist alles geklärt. Jesus hat ihn neu ausgerichtet. Und nach diesem negativen Höhepunkt in dieser Beziehung kommt mit der Vergebung eine neue Berufung und ein neuer Auftrag. Was können wir lernen aus dieser Begegnung? Einmal vielleicht von Jesus. Wir können lernen, wie er mit Menschen umgeht, die ihn enttäuscht haben. Er verurteilt sie nicht, er redet mit ihnen, er klärt Beziehungen, er vergibt und beruft sie neu in ihre Aufgabe. Und wenn Jesus mit Petrus noch was anfangen kann, dann wohl doch auch mit mir oder mit dir. Weil das war das Ende auch von unserer Kanufreizeit. Jesus sucht natürlich keine Superjünger, sondern er sucht leidenschaftliche und hingebungsvolle Nachfolger. Und von Petrus können wir vielleicht so lernen, ja, vielleicht ist es nicht so zu machen wie er in dem Moment, aber da könnte man jetzt auch wieder Druck aufbauen und sagen, ja, du musst auf jeden Fall unbedingt immer bekennen. Aber man muss das in so eine Zeitschiene reinpacken. Jesus hat zuerst geliebt und dann
können wir auch lieben. Nicht, du musst dich erst bekennen, du musst erst lieben und dann liebt Jesus dich vielleicht auch. Jesus befähigt uns dazu, das zu tun. Und wenn wir anschauen, was mit Petrus und wie es mit Petrus weitergegangen ist, wir haben jetzt Pfingsten vor uns, da steht er, hält Predigten und massig Leute bekehren sich. Er wird verhaftet, weil er Leute geheilt hat. Er steht vor dem Hohen Rat, quasi vor denselben Leuten, vor denen er noch Angst gehabt hat bei der Verleugnung. Vor denen steht er und vor denen bekennt er. Und er geht bis in den Tod hinein. Das ist das, was Petrus gelernt hat und was er tun konnte, weil klar war, Jesus liebt ihn. Jesus vertraut ihm, Jesus vergibt ihn, Jesus geht den Weg mit ihm. Und das gilt auch für uns. Petrus hat sich durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus am See verändert. Jesus möchte mit uns Begegnung, er möchte Beziehung klären, er möchte vergeben und uns neu berufen, einen neuen Auftrag geben. Und das war im Prinzip sein Aufschlag heute Morgen. Der letzte Satz dort war, willst du mir folgen? Das ist der letzte Satz, den Jesus zu Petrus sagt. Und das ist die Frage, mit der ich euch auch in diesen Morgen und jetzt auch in das nächste Lied entlassen möchte. Willst du ihm folgen? Dafür reicht ein Gebet. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Amen. Lass uns im Moment stille sein und ich würde dann mit einem Gebet abschließen. Ja, Vater, hab du Dank, dass wir lernen dürfen, lernen von dir, wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen befähigst, wie du Menschen wieder aufrichtest, wie du Menschen motivierst, dir nachzufolgen. Herr, ich danke dir, dass du uns annimmst mit all unserer Schuld, all unserem Versagen, all das, was wir irgendwie nicht hinbekommen, dass wir nicht die Starken sein müssen, sondern dass wir bei dir wirklich die Schwachen sein dürfen. Und dass du uns vielleicht gerade deswegen unendlich liebst. Danke, Vater, dass du uns neu berufst, auch in eine Aufgabe hinein. Dass es immer auch bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Und danke, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns zugesagt hast, du bist bei uns bis ans Ende der Welt. Du wirst uns begleiten, du wirst uns Kraft geben, du wirst uns immer wieder neu deine Liebe schenken. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.